Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem Live-Let's Play Schlacht im Tol'Barad. Kartenchaos diese Woche. Kenne ich auch noch nicht, habe ich noch nie gespielt. Klingt interessant, ich habe aber schon mal ein Deck zusammengebaut. Magische Wesen flüchten aus Tol'Barad. Für jeden, ich erinnere mich aber, glaube ich, an den Raid von World of Warcraft. Den habe ich, glaube ich, gespielt damals. Da erinnere ich mich dunkel dran, war episch. Für jeden von euch ausgespielten Diener erhaltet ihr einen zufälligen Zauber mit den gleichen Mana-Kosten, der aber kostenlos ist. Und das ist natürlich mega nice. Ich habe trotzdem noch ein paar kleine Minions hier mit draufgepackt. Spott kann vielleicht helfen zu Beginn, ich hoffe. Dann habe ich hier auf jeden Fall auch noch welche mit eingepackt, die halt nicht von Zauber- oder Heldenfähigkeiten getroffen werden kann. Ein Freeze, falls einer irgendwie eine krasse Waffe hat oder so. Plus Zauberschaden logischerweise. Dann einmal, dass die Zauber weniger kosten. Ein Flammenschürer. Mal gucken, ob der was bringt. Gegenzauber. Habe ich leider nur einen, deswegen den natürlich auch da nochmal mit rein. Den auch nochmal zur Sicherheit, dass mein Diener weniger Schaden bekommt. Ein Kältekegel zum Frosten, Friesen. Eine Verwandlung habe ich mit reingepackt. Wasserelementar habe ich nochmal reingepackt. Für den eigentlich, ja. Er hält plus 2-2, wenn ein Feind eingefroren ist. Kann, glaube ich, interessant sein. Beschwörungsstein, einfach aufgrund dessen, dass wir ja wahrscheinlich ein, zwei Zauber auf der Hand haben werden, die sogar noch kostenlos sind. Auch den hier nochmal. Mit dem Plus Angriff. Blizzard. Flamestrike darf nicht fehlen. Ja, und der Arkanriese, der wird ja hoffentlich recht günstig sein, wenn ich den hab. So probiere ich das mal. Wie gesagt, leider noch nicht gespielt. Also ich kenn's nicht. Kann sein, dass mein Deck nicht so optimal ist. Ja, ich finde eigentlich die Ausrichtung gar nicht so schlecht. Vielleicht noch ein paar teurere Minions. Vielleicht hätte man das so ein bisschen anders aufteilen können. Wir schnuppern einfach mal rein. Und gucken mal, was wir draus machen. So. Wäre mal nett, wenn ich mal beim ersten Mal und dann auch im Stream idealerweise oder in der Aufnahme auch gewinne. Letzte Kartenkasse habe ich auch auf Stream gewonnen. Ihr habt es so gewollt. Battle.net schaut einem Spiel zu. Der Battle.net hat nämlich schon verraten, dass er Punkte bekommt, wenn er jemand zuschaut. Reicht zuschauen oder muss ich auch gewinnen? So, und dann kriegen wir gleich schon mal einen kostenlosen Zauber. Es war so, nur so ein Minion-Zauber, aber. Okay. Damit warten wir mal nochmal kurz. Aber warum habe ich denn. Ach so. Einmal. Ah, cool, dann haben wir doch zweimal. Sehr nice. Aber spielen wir die gleich schon aus? Mal gucken. Okay. Da hat jemand einen Drachen auf der Hand. 1, 2, das bringt gerade noch nichts. Hol mal hier Sportikanone raus. Zauber? Kriegt er keinen Zauber für? Okay. Dann nicht. Da hätte ich eigentlich auf die Spottkarte auch packen können. Das wäre irgendwie klüger gewesen. Zuschauen reicht mir. Ah. Das ist ja gut. Dann stehe ich nicht so unter Druck. Okay. Wenn ich ein Geheimnis ausspiele, habe ich den Nachteil, dass ich kein Minion rausbringe. Irgendwie fühle ich mich gerade im Nachteil hier. Ich spiele gegen Zauber. Vielleicht bei den kleinen Zaubern noch ein bisschen OP. Willkommen in der Ausstellung. Den würde er ja mit Sicherheit auch, nicht die Karte, aber den Zauber würde er direkt ausspielen. Gucken, was er vorhat. Oh, geht komplett face. Oh, okay. Dass er nun gar nichts macht, habe ich nicht mitgerechnet.
Das ist natürlich hilfreich. Zack. Und den freezen. Dann kommen die erstmal drei. So schnell nicht vorbei. Rhymes ist sogar. Zauber gibt's nur für Diener. Ach so, und die Spoddies sind keine gewesen. Also hat er nicht als die gezählt, okay. Zauber jetzt mal ordentlich. Tut mir leid. Okay, wir könnten freezen, aber wir holen ihn immer raus. Das war semi-gut. Das war nicht so gut. Macht Platz, Agent in geheimer Mission! Okay, wir können den einmal ausspielen. Wenn einer eurer Diener angegriffen wird, ruft ihr drei Schlangen herbei. Was soll ich nur tun? Läuft nicht so gut. Das ist immer mit dem Kartenchaos irgendwie erstmal dran gewöhnen. Ich habe auch irgendwie doof gespielt. Der Blizzard wäre irgendwie cooler gewesen. Man soll keine lesenden Drachen stören. Ich hoffe mal, dass er einen ziemlich krassen Zauber jetzt für den Gegenzauber halt holt. Oh, zaubert gar nicht. Okay, jetzt haben wir gar keine Minions. Das ist natürlich auch ein Mittel. Keine Minions ist doof. Also, wahrscheinlich macht es Sinn, gar keine Zauber mit ins Deck zu nehmen, sondern lieber. Also ich, Hand ist zu voll. Ja, das ist das Problem allerdings. Sondern lieber nur Diener zu nehmen und damit zu punkten. Wir machen mal den hier. Mit Max 3. Wie barbarisch. So, dann ist der schon mal weg. Aber ein bisschen quäle ich mich hier auch gerade, ne? Das kann auch einfacher laufen. Wollt ihr ewig leben? Komm, mein Tipp. Moin, Gundam! Hi! Grüß dich! Die zwei Karten Meine hat er. Hand ist zu voll. Was macht er denn? Jo, moin. Ich hoffe, er rechnet den als 8. Also einen krassen Zauber. Das sieht nicht aus, als hätte er einen krassen Zauber genommen.
Okay, Meine Hand ist zu voll. Oha. Ich glaube, er spielt auch nur Diener aus. Kann das sein? Wow. Und ich glaube, das war so ein bisschen mein Todesschlag gerade. Das heißt für mich, ausschließlich Diener ins Deck zu nehmen. Richtig? Mit Max 3. Und ich überlege gerade, ob ich ihn schiebe. Und bringt 1-1, was? Dann sind es 3-3. Der stirbt so oder so. Na, ich bewahre mir den mal nochmal auf. 3. Geht er mit dem? Todesrechnen? Ja, okay. Ja. Gucken wir mal. Ah, den Zauber, der wäre geil. Ja, kann ich nicht gewinnen. Okay. Ah, wieso? Ja, bis auf, dass er 1000 Karten hat und ich keine, werde ich ja zumindest noch länger als 2 Runden. Oder auch nur eine Runde. Ja, der Erzmager Antonidas, der wäre gut. Oh. Wie viele Runden hatte ich gerade angekündigt? 2? Wow. So. Gucken, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Fügt einem Diener 5 Schaden zu, wenn das Ziel ein befreundetes ist. Wenn wir. Wir sind eh tot. Egal, was da jetzt für ein. Also selbst wenn da ein Sportiger-Lobby kommt. Jo, vor allem so ein krasser. Warte mal, der. Mit den gleichen Kosten. Und ich habe ja 0 Kosten, deswegen wird hier immer. Also, das kann ich auch rausnehmen. Beschwörungsstein. Das bringt ja gar nichts, weil die kostet, der kostet ja nur 0. Und somit kriege ich natürlich auch immer nur so ein Tingelzeug hier. Hm. Ja, okay. Ein Versuch war es wert. Es tut mir leid. Eine nicht so gute Kartenchaos-Runde. Dennoch, glaube ich, hat man ein Gefühl dafür, was man hier eher einsetzen sollte. Also. Man sollte sich auf Diener begrenzen, weil Zauber kriegt man so. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst, euer Gonji und tschüss.